Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir starten den heutigen Tag, wir starten den Mittwoch, Punkt 10 Uhr morgens mit einem weiteren FIFA 18 Karrieremodus-Experiment. Für die Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben, seit dem gestrigen Tag habe ich mir vorgenommen, bis ungefähr zum 5. Januar etwa, jeden Tag 2 Videos zu bringen. Startend um 10 Uhr morgens mit einem Einzelvideo, sprich einem Experiment, einer Accept-All-Challenge oder sonstigen Videos. Dazu könnt ihr übrigens sehr gerne Vorschläge unten in die Kommentare schreiben. Und um 18 Uhr wird es dann eben einen Serien-Upload geben. Heute wird es um 18 Uhr eine weitere Folge der FIFA 18 Spielerkarriere. Das heutige Experiment wurde extremst oft von euch gewünscht, extrem oft wurde dieser Vorschlag in die Kommentare geschrieben, hat auch sehr viele Likes, muss man sagen. Und zwar soll es im heutigen Experiment darum gehen, wie schnell man im FIFA 18 Karrieremodus gefeuert werden kann. Um natürlich so schnell wie möglich herauszufinden, wie schnell man bei einem Verein im FIFA 18 Karrieremodus entlassen werden kann, nehmen wir natürlich einen Verein, der die Erwartungen extrem hoch hat, wie eben den FC Bayern München. 3 von 5 Erwartungen sind auf sehr hoch, also wenn man da keine Erfolge feiert, wenn man da irgendwo auf dem letzten Platz rumlungert, dann sind die Entlassungspapiere, glaube ich, schneller da, als man bis 3 zählen kann. Wenn ihr solche Experimente feiert und mehr davon sehen möchtet, dann smash gerne zum Start des heutigen Tages, zum Start des ersten Videos. Am heutigen Tage den Like-Button. 3000 Likes wäre mal wieder mega nice. Das letzte Experiment, also das gestrige Video um 10 Uhr morgens, steht mittlerweile bei 3200 Likes. Würde mich wirklich mega freuen, wenn wir ebenfalls so eine Like-Anzahl auf das heutige Experiment packen würden. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr natürlich auch sehr gerne ein Abo da lassen, um in der Zukunft keine weiteren Videos zu verpassen. Klar, der Uploadplan ist momentan relativ logisch mit 10 Uhr und 18 Uhr, aber danach wird es eben nicht so einen geregelten Uploadplan geben. Deshalb würde ich euch empfehlen, hier schleunigst ein Abo dazulassen, vielleicht auch die Glocke zu aktivieren, um eben immer benachrichtigt zu werden, wenn ein neues Video online ist. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte Hansus so eine ähnliche Serie am Laufen. Das nennt sich irgendwie Sprint to Disaster. Da bringt er irgendwie einen Verein von ganz oben nach ganz unten. Ne? Das ist aber nicht das Ziel von diesem Video hier. Das Ziel ist es einfach nur herauszufinden, wie schnell man wirklich entlassen werden kann. Also ob das wirklich geht, dass man nach 1 bis 2 Monaten im Karrieremodus mit dem FC Bayern schon entlassen werden kann. Das ist eben die Frage für das heutige Video und bei Sprint to Disaster geht es ja, glaube ich, irgendwie den Verein wirtschaftlich so ganz an den Ruin zu bringen quasi. Ich denke mal, die Methoden dazu werden aber relativ ähnlich sein. Also da gibt es hier gewissen Ähnlichkeiten in diesen Videos und zwar werden wir natürlich versuchen, den FC Bayern München, so wie er momentan ist, einfach nur richtig zu ruinieren. Wie beginnt man natürlich am besten? Richtig, man löst die 2 Verträge der besten Bayern Spieler auf. In dem Fall sind das Manuel Neuer einmal, 14 Millionen kostet so eine Vertragsauflösung, doch ganz schön teuer. Und Robert Lewandowski mit einem 91er-Rating, 22,4 Millionen dafür, dass wir einfach den Vertrag auflösen. Schon ganz schön krass. So einen James Rodriguez, finde ich, braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Den kann man schon einfach wieder zurück zu Real Madrid schicken. Den sonstigen Rest der Mannschaft, den haben wir komplett auf die Transferliste gesetzt. Und glaubt mir, Leute, wenn wir jetzt ein Angebot für Jerome Boateng in Höhe von 100 Millionen bekommen werden, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich von Real Madrid 100 Euro verlangen und vielleicht noch einen Döner dazu oder so. Dazu müssen wir den Verein natürlich mit Top-Namen wieder auffüllen, denn ich meine, wenn Boateng, wenn Neuer geht, dann muss natürlich auch gleichwertiger Ersatz her. Zum Beispiel für die Torhüter-Position. Barry Richardson, der ist noch mega jung, gerade mal 17 Jahre alt. Gut, vielleicht nicht 17, vielleicht sind es auch 47 Jahre und er geht schon bald auf die 50 zu. Aber schreibt ja auch hier, ein Spieler für die Geschichtsbücher, also so einen braucht der FC Bayern. Ich habe wirklich gerade 10 Euro für Richardson geboten. Das Problem ist halt, sein Marktwert liegt einfach bei 0 Euro. Also das hat einfach keinen Marktwert. Das heißt, man kann ja auch teilweise, glaube ich, man kann sogar gar nichts bieten. Ich war jetzt hier nochmal so nett und habe 10 Euro geboten. Man könnte auch so gesehen 3 Döner bieten. Kommt halt immer aufs Bundesland an, wie der Dönerpreisspiegel da so liegt. Aber so gesehen könnte man ja auch einen Döner anbieten und die würden das annehmen. Der Nachfolger für Manuel Neuer, er ist gefunden mit Richardson. 46er Rating, ist ja immerhin fast das gleiche Rating, halt nur die Hälfte davon. Ansonsten werden wir natürlich auch ganz klar auf die Jugendarbeit setzen. Das ist natürlich beim FC Bayern momentan ein sehr wichtiges Thema hier, Bayern Campus und so weiter. Da werden wir natürlich diesen Top-Scout hier verpflichten, also das ist natürlich ganz klar. Der wird uns hier die niederländischen Ian Robbins nur so hinfliegen lassen, ne? Und auch der Kollege hier, Mehdi Sulaimani, da können nur die Megatalente bei rumkommen. Habt ihr schon von diesen ganzen Megatalenten aus Saudi-Arabien gehört? Also da müssen wir auf jeden Fall einen unserer Scouts hinschicken, also das ist natürlich eine klare Sache, dass wir da ein Scouting-Netzwerk aufbauen müssen. Also da kommen die nächsten Messis her. Also Saudi-Arabien, das ist ein Land, das baut momentan einfach nur krasse Talente auf. Daneben werden wir natürlich auch unter anderem noch hier in Neuseeland scouten. Also da sind natürlich auch nur die Megatalente vorhanden. Und auch in China wird natürlich ein Scouting-Netzwerk für 9 Monate aufgebaut werden. Also wenn das nicht die 3 Top-Länder sind, wo man wirklich
wirklich die besten Spieler scouten kann. Neuseeland, Saudi-Arabien und China, da weiß ich auch nicht weiter. Ein erstes Transferangebot für Rafinha kommt rein von Espanyol Barcelona, aber da werden wir natürlich verhandeln, ist eine klare Sache. Kann man auch einfach keine Ablöse fordern? Ne, 1 Euro, ja okay. 1 Euro für Rafinha bin ich voll einverstanden mit. Kann er gerne den Verein verlassen. Stell euch mal vor, Espanyol Barcelona würde jetzt einfach Nein sagen. Wie krass wäre das einfach. Aber sie nehmen die Summe von 1 Euro an. Ist natürlich verständlich. Ist natürlich auch sehr viel Geld, was man da bezahlt. Aber ich glaube, für so einen Rafinha lohnt sich das. Also Marktwert 7 Millionen kommt mit 1 Euro schon ganz schön gut hin. Dazu spielen natürlich auch noch die absoluten Elite-Spieler bei uns. Von Anfang an Tom Stark auf dem linken Flügel. Dorsch im Sturm. Ulreich, Früchtel und Benko im zentralen Mittelfeld. Fried in der Rechtsverteidigung. Mario Götze in Innenverteidigung, Hoffmann daneben, Pantovic als Linksverteidiger, Richardson natürlich als Routinier im Tor. Also wenn wir damit nicht mindestens 5-0 gegen Barca gewinnen, dann weiß ich auch nicht weiter. Also dann muss dieses Spiel einfach nur einen Bug haben, dann sind die Simulationen offiziell einfach nur völliger Käse. Wir gehen rein, verlieren 2-0. Also nee, das kann nicht sein. Also ich dachte, wir simulieren hier sogar heim, wir sind links und dann verlieren wir sogar noch 2-0. Also das kann ja nicht wahr sein. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir brauchen eine weitere Verstärkung. Tommy Käsemodel von Aue. Der Typ ist eigentlich Platzwart, wurde einfach nur in den Kader mit reingenommen, weil man mehr Spieler von der eigenen Jugend, glaube ich, braucht in der Mannschaft. Der Typ ist eigentlich Platzwart, steht trotzdem im Kader drinne, hat ein Rating von 46 und der muss uns retten. Der muss uns hier von so einer Misere einfach befreien. Natürlich aktivieren wir die Freigabesumme 46.500 Euro für Tommy Käsemodel. Ich glaube, der kann ja auch noch als Platzwart fungieren. Also wir haben hier quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ich hoffe mal, dass die Plätze in der Allianz Arena immer schön warm sein werden. Tommy Käsemodel kriegt ein Gehalt von 100.000 Euro die Woche und akzeptiert das Ganze natürlich. Damit haben wir den Mann verpflichtet, der uns aus dieser Krise retten soll. Tommy Käsemodel, 46er Rating, Platzwart vom Beruf. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Endlich sind die monatlichen Scouting-Updates da und der Rafinha-Transfer hat schon wieder nicht geklappt. Der Wahnsinn. Für 10 Euro verkauft man den Typen und keiner nimmt das Angebot an letztendlich. Oh, hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein krasses Talent gefunden. Die werden alle sofort verpflichtet. Wir brauchen einfach Megatalente und die haben wir hier einfach gefunden. Also das ist natürlich ganz klar, dass wir hier absolute Megatalente finden, die unsere Mannschaft einfach natürlich auch verstärken werden. Das ist eine klare Sache. Hier Rating 35, der wird ins Profiteam übernommen. Klare Sache. Der hier Rating 45, ins Profiteam mit dem Typen. Rating 50, ab ins Profiteam. Ganz klare Sache. Rating 42, du bist Teil der ersten du bist freigegeben worden. Ja, miese Zeiten. Also ich weiß nun ehrlich zwar nicht, wo mittlerweile das durchschnittliche Rating dieser Mannschaft steht, aber ist auf jeden Fall nicht gut, würde ich sagen. Aber irgendwie finde ich, die Mannschaft sieht immer noch zu stark aus. Ich meine, wir haben dann 61er Rating, 66er und 65er Rating. Also das ist viel zu stark eigentlich. Oh, Transferangebot für Thiago. Also 97 Millionen finde ich ein bisschen viel. 97 Euro würden es da natürlich auch tun. Klare Sache. Und ja, ich weiß, ich lasse Thiago nicht gerne ziehen. 97 Euro ist krass. Sind sie auch bereit anzubieten? Der Deal geht über die Bühne. Starke Sache. Indische Power beim FC Bayern München. Für den Sturm haben wir, wer ist das? Lalpekula. Lua. Nee, der kommt eigentlich mehr aufs ZM, würde ich sagen. Für den rechten Flügel haben wir dann Singh und für die Stürmerposition einen weiteren Singh. Wie viele Singhs gibt es denn eigentlich? So, die Bank besteht jetzt aber auch wirklich nur noch aus 60er Ratings. Könnte man den Früchtel nicht noch irgendwie raustun? Nee, gut, der hat schon das schlechteste Rating im Vergleich zu denen, die hier noch unten rum. Ich bin echt gespannt darauf, wie lange wir noch als Bayern-Trainer bestehen bleiben. Momentan haben wir ja keine richtig wichtigen Spiele vor uns gehabt. Hier nochmal eine weitere Verpflichtung. 51er Rating, Toko Shiga, also überragender Spieler. Also damals hieß es Espanyol Bayern München, heute soll es der FC Deutschland werden und ich mache keine Ahnung, Tokio München draus. Auch kein Ding. Auch die Freigabesumme für Alaba wurde bezahlt. Das ist natürlich ziemlich traurig, dass wir so viel Geld für so einen Spieler bekommen. Ist natürlich ein bisschen viel, aber gut, die nehme ich auch gerne an. Immerhin verlässt Alaba Bayern. Immerhin verlässt uns ein weiterer hochbewerteter Spieler, damit weniger Gutes übrig bleibt und nur noch schlechte Spieler da sind. Erstes Ligaspiel für diese krasse Truppe, die wir haben mit Richardson unter anderem, mit der Nummer 1 und wie sie nicht alle heißen. Käsemodel natürlich im Tor. Wie kann es sein, dass wir mit so einer Mannschaft in Führung gehen und der Torhüter Singh das 1-0 macht? Leverkusen, hallo, aufstehen. Ihr spielt gerade gegen eine absolute Gurkentruppe. Das könnte eine Kreisligamannschaft sein, wenn man ehrlich ist. Bisschen anstrengend hier, jawohl, 2-1, bisschen mehr, komm hier, nur 2-1, also ganz ehrlich, bin ich ein bisschen enttäuscht von Leverkusen. Zweites Spiel für uns, es geht ran gegen Werder Bremen, diesmal auswärts, ob wir da auch nur 2-1 verlieren werden, also ich hoffe, dass wir jetzt schon mal die erste richtig deftige Klatsche kassieren, also das wäre schon mal ganz, ja, wünschenswert, schauen wir mal, 20 Minuten im Spiel, bisher steht es nur 1-0, 4-0 Sieg am Ende, gönne ich Bremen, viel Spaß mit den 3 Punkten, Junuzovic 2 Tore, also langsam aber sicher gehen wir schon in die Richtung, dass man schon von einer Entlassung reden könnte. Ich meine, der Carlo hat es ja auch irgendwie geschafft, nur dass der Carlo nicht versucht hat, mit so einer Kreisliga-Truppe zu spielen und nicht jeden nennenswerten Spieler versucht bei Bayern für original, ja, wie viel ungefähr?
Wie viel wollen wir denn für Boateng haben? Ja, ich würde mal sagen, Huni ist er schon wert. 100 Euro. Spartak Moskau will Javi Martinez haben, kriegt ihn zum wunderbaren Supermarktpreis. 99 Euro für Javi Martinez von Spartak Moskau wurden auch akzeptiert. Damit verlässt uns der nächste Spieler. Wie viele Spieler bleiben denn danach noch übrig, die wirklich zur Bayern F gehören und die top sind? So, Martinez und Boateng gehen ja. Dann bleiben ja eigentlich nur noch richtig Müller, Robben, Vidal, Coman, Bernat, Hummels. Das ist eigentlich immer noch verhältnismäßig ein bisschen zu viel, finde ich. Das große Problem daran ist halt einfach, wenn ich versuche, einen Robben jetzt hier zum Beispiel gegen die Legende Kengo Ishii einzutauschen, mal wieder ein Japaner, muss man sagen, dann sagen sie zu mir, ja, wir wollen einen Rechtsflügelspieler haben. Ich meine, Robben ist ja auch Rechtsflügel, vielleicht akzeptieren sie ja Coman. Nee, da wollen sie halt einen passenderen Spieler haben. Also man kann scheinbar, so hat das der FIFA 18 Karrieremodus geregelt, keine wirklich richtig guten Spieler mehr gegen solche Kreisliga-Kicker wie den da eintauschen. Aber ich meine, so Top-Vereine hätten doch bestimmt Interesse daran, dass wir vielleicht unsere Top-Spieler gegen deren nicht so gute Spieler eintauschen würden. Thomas Müller am Tausch gegen Cotrone wird abgelehnt, weil sie einen passenderen Spieler wollen. Alles klar, ich verstehe diesen Karrieremodus einfach nicht. Ja, ich check das nicht, Leute. Also ja, auch Bernat, Zinchenko, Manchester City wollen sie denn auch nicht haben. Also irgendwie checke ich das nicht wirklich, was für die ein passender Spieler ist und was für die nicht ein passender Spieler ist. Also scheinbar kommt es da nicht auf den Verein an. Irgendwie sind die Spieler einfach nicht passend genug. Oh Mann, dieser Moment, wenn Southampton nicht dazu in der Lage ist, einen Robben für 10 Euro zu kaufen. Genauso wie jeder Verein bisher nicht in der Lage dazu war, Sven Ulreich zu holen. Aber wir haben mal wieder monatliche Scouting-Updates. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Wieder einmal die Mannschaft mit künftigen Weltstars auffüllen hier. Da sieht man einfach die Ratings. 49, 37, das sind einfach die Zukunftsspieler hier beim FC Bayern. 48er Rating, der wird auch noch mitgenommen. 47 kann auch noch mit rein. Ja, den können wir ja schon mal hier freigeben. Der ist mir ein bisschen zu stark mit 52. So, die Mannschaft steht mittlerweile da mit dem besten Rating, was nicht mal bei einer 50 liegt. Das beste Rating unserer Startelf liegt einfach mal bei einer 49 von Uehara da auf dem linken Flügel. Und jetzt stellt sich halt eigentlich nur noch die finale Frage, wie lange wird es dauern, bis der Bayern München Trainer mit so einer Taktik und so einer Mannschaft und so viel Niederlagen, die wir halt wahrscheinlich kassieren werden, entlassen wird. Also wir können kein Spiel gewinnen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie wir mit so einer Mannschaft, wo kein Spieler, muss man auch sagen, auf der richtigen Position spielt, das wäre vielleicht noch irgendwie möglich, mal ein Heimspiel glücklich zu gewinnen oder mal einen Punkt zu holen. Ich sehe hier keine Chance, auch nur ein Spiel anderen zu gewinnen. Vielleicht ein Tor schießen ist möglich, aber mehr ist dann halt auch nicht drin. Oh, jetzt muss man mit so einer Mannschaft auch nicht in den Champions League hier. Aber werden unsere Männer es packen? Also ich glaube an die. Keiner spielt auf der richtigen Position. Käsemodel im Tor. Wie schaffen wir es, 1-1 zu spielen? Wir waren sogar in Führung. Nee, wir waren nicht in Führung, wir lagen hinten. Aber trotzdem, wie spielen wir 1-1? Es sind Bayern-Forschern ja fast noch Hoffnungen, dass wir eigentlich ein guter Trainer sind und eine gute Mannschaft haben hier, was wir eigentlich nicht haben. Also würde mich echt wundern, wenn wir jetzt auch gegen Mainz Punkte holen. Nee, da gibt es zum Glück eine 3-1-Niederlage. Hol ich auch mal Zeit hier. 4 Spiele, kein einziger Punkt für den FC Bayern München. Und ich glaube, das Ganze wird sich auch gegen den FC Schalke fortsetzen. Ja, da gibt es eine 3-0-Niederlage. Wie lange wird es noch dauern? Ihr könnt ja mal sehr gerne jetzt unten in die Kommentare schreiben. Wann glaubt ihr, werden wir entlassen? September, Oktober, November, Dezember? Ich glaube, so in diesem Zeitraum wird es eben passieren. Also ich glaube, länger kann man uns auch nicht tragen als Bayern-Trainer. By the way, gibt es hier gegen Wolfsburg die nächste 0-3-Niederlage. Ja, unser Manager-Rating wird auch immer weiter sinken. Mittlerweile sind wir bei einem gerade mal 63er Manager-Rating. Und das nächste Spiel in der Champions League gegen Celtic Glasgow. Champions League war ja unser einziger Funken, wo wir einmal unentschieden gespielt haben. Jetzt gibt es aber eine 5-0-Klatsche von Celtic. So, ich habe die Mannschaft mit einigen Jugendspielern jetzt sogar noch schlechter gemacht. Also das beste Rating ist jetzt so noch eine 48 und wir gehen von den Ratings sehr langsam, aber sicher wirklich nur noch auf eine knappe 40 runtergefühlt. 6 Spiele, kein einziger Punkt für den FC Bayern München. Gegen jeden Gegner hagelt es 4-0-Klatschen. Wann wird der Vorstand, wann werden Uli Hoeneß, Rummenigge und wie sie nicht alle heißen, die Reißleine ziehen und mich als Trainer entlassen, ne? Wir sind schon im Oktober und ich warte eigentlich nur noch auf die Entlassung, um ehrlich zu sein. Bayern im Tal der Tränen. Ja, das beschreibt schon ganz gut, würde ich sagen. Heim gegen den SC Freiburg in der Liga war ja gerade ein bisschen Länderspielpause. Gut, ich glaube, 3/4 unseres Kaders geht mittlerweile nicht mehr zur Länderspielpause, beziehungsweise geht zu keiner Nationalmannschaft. Hoffen wir einfach mal, dass es gegen den SC Freiburg die nächste Klatsche geben wird. Okay, ein 2-0 ist verhältnismäßig relativ gering, aber ist halt auch eine Niederlage und ist halt mittlerweile die weiß ich nicht wie vielte in dieser Karriere. Das Manager-Rating ist gerade mal im 50er-Bereich. Also da geht es doch, würde ich sagen, ein bisschen weiter nach unten. Nächstes Spiel für uns, Champions League gegen Manchester United, 3-0-Niederlage. Also bitte Bayern-Vorstand, ist ja mal langsam, aber sicher wirklich an der Zeit, hier irgendwie den Trainer zu entlassen. Also den Ancelotti hat man ja nach ein paar Spielen entlassen, wo der sogar gewonnen hatte.
vielleicht noch ein paar verloren, ein paar Mal unentschieden gespielt, die Mannschaft hat nicht so gut gespielt. Jetzt haben wir hier eine absolute Asiatenmannschaft, verlieren jedes Spiel 3-0 gegen jeden Gegner, egal ob jetzt Hertha, Bremen oder weiß ich nicht, Greuther Fürth. Ah, jetzt haben wir hier eine Nachricht bekommen. Herr DGTV, der Vorstand möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass das Vertrauen des Vorstands in Ihre Arbeit zunehmend schwindet. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie im Hinblick auf die Saisonziele positive Resultate einfordern. Mit freundlichen Grüßen, Vorstand. Ja, wird ein bisschen schwer werden mit der Mannschaft. 2000 Jahre später. Also das muss man sich mal vorstellen. Nicht nur, dass der Vorstand uns im November, Mitte November, 18. November haben wir es mittlerweile, nicht entlassen hat. Kein Punkt in der Liga, aus dem Pokal draußen. Champions League sind wir eigentlich auch draußen. Ich glaube, da gibt es auch keine Chance mehr. Aber jetzt kommt der Knüller. Wer will uns als Nationaltrainer haben? Richtig, Deutschland. Klar, gar kein Problem. Deutscher Nationaltrainer. Bin ich gerne, absolut gerne hier. Angebot annehmen. Gar kein Ding. Also die Arbeit, die ich bei Bayern leiste, endlich würde ich das mal jemand. Endlich sieht jemand die Arbeit, die ich leiste. Also ich arbeite hier auf das größere Ziel hinaus. Das ist nicht nur das Triple. Das sind nicht nur 6 Titel. Das sind... ist nichts. Ist die Entlassung. Also nach einer Niederlage gegen Hannover muss doch jetzt aber mal wirklich Schluss sein. Das kann doch nicht sein, dass die uns hier so lange als Trainer haben möchten. Also ich weiß nicht, was ich tue, aber irgendwie scheine ich doch ganz sympathisch zu sein. Ansonsten kann ich es mir nicht erklären, warum wir noch Bayern-Trainer sind. Gut, warum holen wir schon wieder ein Unentschieden? Das kann doch nicht wahr sein, Hannover 96. Strengt euch doch mal ein bisschen an. Ich meine, ihr spielt gegen eine Kreisliga-Truppe. Da spielt nicht mal jeder auf seiner Position. Dankeschön. Wirklich, danke sehr. Hat aber, finde ich persönlich, ein bisschen zu lange gedauert. 3.12.2017, Herr DGTV, leider müssen wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass der Vorstand entschieden hat, Sie von Ihrer Rolle als Trainer dieses Vereins zu entbinden. Das Vertrauen des Vorstands in Sie ist momentan sehr gering. Wir wünschen Ihnen das Beste für Ihre weitere Karriere. Mit freundlichen Grüßen, Bayern-Vorstand. Job done, es hat original Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Fast ein halbes Jahr gedauert, bis wir entlassen werden als Bayern-Trainer. Und das, obwohl wir die größte Scheiße gemacht haben. Das muss man sich auch mal echt auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben nur Kacke gebaut. Wir haben 40er-Ratings in unsere Mannschaft getan, haben jeden Spieler für 10 Euro gehen lassen. Und wir werden nach einem halben Jahr erst entlassen. Also das finde ich ist auch ein bisschen zu krass. Also da sollte man in meinen Augen mal ein bisschen härter durchgreifen. Kann ja nicht sein, dass wir hier so lange als Bayern-Trainer ausgehalten haben. Gut, Vertrag aufgelöst. 71.000 Euro die Woche haben wir verdient. Das unterzeichnen wir natürlich auch hier ganz gerne. Vielleicht können wir noch gucken, welcher Verein will uns denn haben? Freiburg. Okay, Freiburg als neuer Freiburg-Trainer werden wir anfangen. Gut, da werden wir aber jetzt nicht probieren, noch irgendwie, wie schnell wir da entlassen werden. Also da würde es, denke ich mal, relativ ähnlich laufen, dass wir halt ungefähr eine halbe Saison da bleiben können. Vielleicht sogar noch länger, weil die Erwartungen halt nicht so hoch sind wie bei Bayern. Gut, aber wir haben es herausgefunden, wie lange es ungefähr braucht als Trainer im FIFA 18 Karrieremodus, wenn man sich wirklich anstrengt dafür, wie lange es dauert, entlassen zu werden. Ungefähr 5 bis 6 Monate kann man davon ausgehen, wenn man noch wirklich den krassen Verein hat wie Bayern München. Neue Chance für die GTV wird es nichts. An der Stelle war es das mit dem heutigen Video, beziehungsweise mit dem ersten Video für heute. Das ist natürlich der Upload um 10 Uhr morgens, das FIFA 18 Karrieremodus-Experiment. Später wird es dann weitergehen mit einer weiteren Folge der FIFA 18 Spielerkarriere. Checkt die auf jeden Fall ab, geht um 18 Uhr online. Würde ich mich auf jeden Fall mega darüber freuen, wenn ihr da auch nochmal reinschauen würdet. Was mich natürlich auch freuen würde, ist, wenn ihr auf das heutige Experiment mit dem Like-Button wieder mal eskalieren könntet. 3000 Likes wäre mega nice von euch. Ist wirklich momentan eine Heidenarbeit, 2 Videos am Tag zu bringen. Und auch das Video hier hat wieder über eine Stunde, sagen wir schon mal, wieder eine Rohaufnahme verbracht. Schneiden und so weiter wird auch wieder extrem lange dauern. Also würde ich mich da über euren Support freuen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr natürlich auch sehr gerne ein Abo dalassen. Um in der Zukunft keine weiteren Videos zu verpassen, werdet ein Teil der Hashtag DGTV-Army. Und an der Stelle verabschiede ich mich. Wünsche euch noch einen wunderbaren restlichen Tag. Wir sehen uns um 18 Uhr wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.